Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es meine Abendroutine für euch. Die habt ihr euch nämlich gewünscht und deshalb habe ich euch ein paar Einblicke abgefilmt. Aber wir starten natürlich damit, dass ich abends nach Hause komme von der Arbeit und die Haustür aufschließe. Da wartet dann auch schon jemand ganz Besonderes auf mich und zwar unsere feine Bella, da ist sie schon. Ja, die freut sich, dass ich nach Hause komme. Ich lege dann erstmal alles ab und hänge meine Jacke auf. Als nächstes begrüße ich natürlich meine Kinder, ganz klar. Die freuen sich auch, dass die Mama wieder zu Hause ist. Hier ist der Gianluca und natürlich auch der Alessandro. Die freuen sich, da wird erstmal geknuddelt und dann gehen wir alle gemeinsam nach oben. Und zwar ins Bad, weil ich mir dann erstmal meine Hände wasche und in der Zwischenzeit erzählen mir meine Kinder, was sie so erlebt haben. Naja, zu meinem Putzfimmel muss ich euch wahrscheinlich nichts mehr sagen. Ich fahre immer das Waschbecken nochmal nach. Ich mag keine Wassertropfen. Danach gehe ich in die Küche und lasse die Jalousien hoch. An dem Tag war es mal wieder super heiß und da habe ich einfach Angst, dass der Parkettboden kaputt geht. Als nächstes bereite ich dann das Abendessen vor. Ihr wisst ja, ich koche mittags immer warm, deshalb gibt es abends nur was Kaltes. Jetzt in dem Fall Brot mit verschiedenen Zutaten. Das Brot ist nämlich frühs immer frisch mit beim Bäcker, allerdings ein kleines, damit wir eben jeden Tag ein frisches Brot haben. Und als nächstes muss ich aber erstmal den Tisch decken. Back and think about it. If you never made a dime, would it be so crowded? Huh? So a barber or a lawyer, still they gonna call ya. Every day they bother, a hit dog a holler. Hey! Look at all of the money you are making now. You're living in the dream. Look at all of the people you connected to. Don't forget about me. Can I borrow some money? I'll look up to you. Help me to achieve. Nach dem Abendessen muss ich dann natürlich auch meine Küche aufräumen. Das heißt, die Spülmaschine ausräumen und so weiter, ihr werdet es kennen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kontrolliere ich nochmal die Hausaufgaben. Im Bad mache ich dann erstmal die Vorhänge zu, weil wir ja jetzt alle ins Bad müssen. Ja, dann ziehe ich mich um, etwas Gemütliches, und mache mir erstmal die Haare nach oben, weil ich mich jetzt abschminken werde. Meine Schminke nehme ich mir dann erstmal grob mit meinen Abschminktüchern von Neutrogena ab. Die liebe ich ja über alles. Habe ich euch auch schon oft davon erzählt. Und als nächstes kommt ein Produkt von The Body Shop. Und zwar ist es eine Abschminkbutter, die ich auch total liebe. Sie ist leider schon fast leer. Ich habe sie aber natürlich schon nachgekauft. Wer mir auf Snapchat folgt, der hat das auch schon gesehen. Die Abschminkbutter nehme ich dann auch wieder ab und dann kommt ein Produkt von Foreo und zwar ein Night Cleanser. Den trage ich dann auch auf meinem Gesicht auf und dann kommt meine Foreo Luna zum Einsatz. Working hard, I'm passing through Kentucky, yeah, we kick it together. I say, keep on saving your money, keep it quiet, cause when people know you got it, they start acting funny, they start calling on the regular, texting on your cellular, loving you and hating you, now you're that competitor. Success can be a curse when the people act irregular, being broke is worse, so we chase it to the death of us, come up in the world, say that again. Mein Gesicht trockne ich immer mit diesen kleinen Handtüchern ab. Ich finde das einfach super. Die können schnell in die Wäsche, da muss ich kein großes nehmen und ja, zu meinem Putzfimmel müssen wir jetzt nichts mehr
mir sagen. Ihr wisst Bescheid, ich hasse Wassertropfen. Als nächstes verwende ich von Garnier meine Miracle Sleeping Cream. Die habe ich euch auch schon so oft vorgestellt. Und ja, damit creme ich jetzt erstmal mein Gesicht ein. Wenn ich dann im Bad soweit fertig bin, spiele ich noch eine Runde mit meinen Mäusen, egal was. Was sie sich eben wünschen. In dem Fall war es jetzt Rummikub, meistens ist es aber auch ein Kartenspiel und wir gehen dann auch noch gemeinsam eine Runde mit der Bella raus. An dem Tag hat es aber geregnet, deshalb habe ich es alleine gemacht und habe es aber auch nicht abgefilmt. Meine Kinder machen sich dann natürlich in der Zwischenzeit im Bad auch soweit fertig fürs Bett, aber das habe ich natürlich auch nicht mit abgefilmt. Dann ist auch schon Schlafenszeit. Für jedes Kind habe ich ein bestimmtes Ritual, das wir dann auch natürlich jeden Abend durchführen. Ja, und dann geht es auch schon ins Land der Träume für meine Mäuse. Im Anschluss bügele ich noch eine Runde. Ihr wisst, ich liebe es zu bügeln. Ich entspanne da voll. Und ja, mit 4 Kindern habe ich natürlich wahnsinnig viel Wäsche und lege da aber großen Wert auf Ordnung. Und außerdem kommt mein Mann eh erst sehr, sehr spät nach Hause. Deshalb ist es eine gute Ablenkung. Um 10 Uhr bereite ich dann das Abendessen für meinen Mann vor. Und auch er ist ja mittags warm. Und deshalb bevorzugt er es, abends was Kaltes zu essen. In dem Fall jetzt hier ein leckeres Käsebrot. Wir verbringen dann noch ein bisschen Zeit auf dem Sofa, erzählen uns was oder schauen was im Fernsehen. Natürlich darf die Bella nicht fehlen, die ist immer mit bei uns. Und im Anschluss gehe ich dann ins Bad und putze mir meine Zähne. Ja, damit meine Haare nicht so verknoten, mache ich sie abends immer zu einem Zopf zusammen. Das hatte ich euch auch mal in meiner Haarroutine gezeigt bzw. davon erzählt. Jeden Abend trage ich mir noch vorm Schlafengehen eine Lippenpflege auf und dann geht's auch schon ab ins Schlafzimmer. Und jetzt darf ich auch meinem Hobby nachgehen. Und zwar bearbeite ich dann meistens noch Videos oder beantworte Kommentare, weil mir dazu tagsüber meistens die Zeit fehlt. Im Anschluss ist dann aber auch wirklich für mich Schlafenszeit angesagt. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch meine kleinen Einblicke in meine Abendroutine gefallen haben. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut und bis dann. Tschüss!